Geht schon los? Gut, hallo. Ich will euch schnell zeigen, wie man jongliert, weil ihr habt ja alle bestimmt Langeweile und jonglieren ist eigentlich recht einfach. Also ich habe hier drei Paar Socken, da geht es am besten mit, die habt ihr nämlich auch zu Hause. Als erstes nehmt ihr nur ein Paar, legt es in die Hand und wirft es von links nach rechts und von rechts nach links. Immer schön auffangen, fest zugreifen. Das dürfte euch auch schnell gelingen, weil ist ja richtig einfach. So, danach mit der Lieds noch das zweite Paar Socken. Und ich fange immer mit links an. Ihr könnt natürlich auch mit rechts anfangen, aber ich fange halt immer mit links an. Ihr werft zuerst die linke Socke hoch auf die rechte Seite und dann die rechte Socke auf die linke Seite und fangt sie ab und zu ab. Also links hochwerfen, rechts hochwerfen, rechts fangen, links fangen. Links hochwerfen, links fangen, rechts fangen. Das war gerade verkehrt gesagt, aber richtig gemacht. Ja, und wenn ihr das dann könnt, so, ja, immer abwechselnd von links nach rechts werfen und von rechts nach links, ja, dann kommt Schritt 3, das dritte Paar Socken, in die Hand nehmen, in der ihr immer anfangt, werft das eine Paar hoch, andere Paar fangen, fangen. Ne, damit ich lerne, auch noch ein zweites Paar Socken oder einen Ball in der Hand zu halten. Ne, das ist genau wie vorher auch. Wunderbar. So, und wenn ich das dann hinkriege, dann versuche ich alle drei Socken zu werfen, und zwar immer abwechselnd. Wenn ich mit links anfange, kommt die rechte Socke danach, dann wieder die linke Socke. Das sieht aus so wie folgt, links, rechts, ups. Muss ich nochmal anfangen. Links, rechts und nochmal links. Oh, ich werfe sie zu weit. Links, rechts. Und gut. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.